Hallo Freunde, willkommen zurück zu Elite Dangerous. Das war ein Mordsausflug in der letzten Episode. Lassen wir es heute ein kleines bisschen ruhiger angehen. Allerdings nicht zu ruhig, denn ich möchte ein bisschen was machen in puncto Geld verdienen. Und da hat man natürlich jetzt ein paar Möglichkeiten. Ich möchte außerdem mal kurz über Schiffsausrüstung sprechen und wie das mit dem Geldverdienen zusammenhängt. Wenn man sehr viel Geld in kurzer Zeit verdienen möchte bei Elite, dann sollte man sich auf einen gewissen Berufszweig spezialisieren. Egal, ob ihr Mining macht, was inzwischen, wenn man sich richtig reinhängt, eine ganze Menge Geld einbringen kann, oder ob ihr Händler seid, Kämpfer oder was auch immer. Kämpfer fasse ich jetzt einfach mal alle zusammen, die nur durch Kämpfen ihr Geld verdienen, wie zum Beispiel Kopfgeldjäger oder Leute, die in Kriegsgebieten für ihre Fraktion kämpfen. Die werden ja auch dafür entlohnt. Egal was ihr macht, ihr braucht ein relativ spezialisiertes Schiff dafür, um schnell an Geld zu kommen. Ganz besonders krasse Beispiele sind meiner Meinung nach die Händler, die entweder Mining machen oder eben einfach nur Waren von A nach B schleppen. Ein guter Händler, der einfach nur Waren transportiert, der braucht ein sehr leichtes Schiff mit sehr viel Frachtraum, um einfach eine hohe Sprungreichweite zu haben und dabei wenig Treibstoff zu verbrauchen, schnell zu sein. Und Waffen ziehen ihn einfach nur runter. Also kämpfen kann ein Händler nicht. Wer mir nicht glaubt, der fliegt einfach mal mit einem Lakon Typ 6 in ein Kriegsgebiet und dann wird er sehen, dass das eben schwierig ist. Leute, die Mining betreiben, brauchen sehr spezialisierte Ausrüstung. Man braucht Frachtraum, Drohnen, den Mining Laser, man braucht die Raffinerie und so weiter. Da bleibt wenig übrig, um effektiv zu handeln, weil man den Frachtraum einfach verbraucht durch Raffinerie, Drohnen und den ganzen Kram. Man kann schlecht kämpfen, weil die Waffenhalterung durchs Mining, durch den Mining Laser aufgebraucht wird. Aber auf ihrem Gebiet sind solche Schiffe hervorragend. Jetzt habe ich ein Schiff, das versucht, vielfältig zu sein, von allem ein bisschen was zu tun. Ich habe ein bisschen Frachtraum, ich kann ein bisschen kämpfen, ich habe einen Schildgenerator, der ein bisschen was taugt und die Waffenplätze so gut wie möglich genutzt. Ich habe allerdings auch noch ein paar Treibstoffdrohnen dabei, weil das in letzter Zeit häufig mal nützlich war. Sekunde. Ja, sauber, schnickschnack da. Wie, ich werde gesucht. Die helfe ich hier gleich. Moment, dem muss ich gerade mal ein paar Manieren beibringen. Ich werde nämlich ganz bestimmt nicht gesucht. Na komm, blöde Wendekriege mit Eagles, die gehen mir so auf den Keks. Na komm, treffen. Laser? Ich habe so das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Ich glaube, ich werde tatsächlich hier gesucht. Kann aber eigentlich nicht sein. Dann hätte ich rechts über der Treibstoffanzeige einen gesucht. Okay, Kopfgeldbescheinigung erhalten. Interessant. Das wüsste ich ganz gern. 125 Credit ist jetzt nicht wirklich viel. Das
Das würde bedeuten, der wurde einfach nur gesucht, weil er mich beschossen hat. Warum beschießen die mich? Ne? Was soll das jetzt? Oh, schon wieder ein Igel. Ich werde wahnsinnig. Ich mag Igels nicht. Die Trümmer sind sowas von wendig. Das ist einfach lästig. Und wie viel Credits gibt der? Auch 125, weil der auch nur gesucht wurde, weil er mich gerade beschossen hat. Das ist ja lästig. Okay, wo waren wir? Richtig. Schiffe und deren Ausrüstung. Wie gesagt, ich habe ein Schiff, bisschen Frachtraum, bisschen Feuerkraft, wie ihr gesehen habt. Schildgeneratoren sind ganz in Ordnung. Hab die Treibstoffsammler dabei. Das macht das Schiff wahnsinnig vielseitig. Ich kann viel damit tun. Ich kann ein bisschen kämpfen, wie jetzt hier. Ich versuche ein paar Piraten zu jagen und so weiter. Ich kann sehr viele Missionen annehmen, weil ich eben schmuggeln kann, Frachtraum, Piratenjagd, Kopfgeldjagd, Kriegsgebiet. Das geht alles. Man ist sehr vielseitig. Aber das Geld verdienen wird dadurch schwieriger. Man ist im Prinzip sehr vielseitig unterwegs, aber das hilft nicht immer. Ich würde deutlich mehr Geld verdienen, wenn ich zum Beispiel das ganze Geld, was ich in dieses Schiff hier gesteckt habe, in eine Kobra investiert hätte, die dann richtig auf Kampf ausgerüstet ist und mich dann einfach nur in Kampfgebieten aufhalte oder ja, zur Piratenjagd unterwegs bin. Wenn ich das ganze Geld investiert hätte in Lakon Typ 6 und den als Händler oder Mining-Schiff ausgebaut hätte, würde ich in der gleichen Zeit auch viel mehr Geld verdienen. Ich persönlich bin der Meinung, dass ich dann aber auch weniger Spaß hätte. Und im Moment fehlt mir noch das Geld, um mehrere Schiffe zu unterhalten. Wenn man einen gewissen Stand an Geld erreicht hat, dann kann man zum Beispiel eine Kobra auf Kampf ausrüsten und zusätzlich noch ein Lakon Typ 6 als Händler oder Mining-Schiff ausbauen. Und wenn man dann Lust hat, was Bestimmtes zu machen, wechselt man einfach auf das Raumschiff. Dahin zu kommen, ist halt nicht unbedingt einfach. Aber da bin ich gerade noch dabei. Ich versuche es halt einigermaßen interessant zu gestalten, hin und wieder verschiedene Dinge machen. Missionen wie neulich, als ich Zugangsberechtigung für ein bestimmtes System erreichen wollte, die habe ich inzwischen auch. Oder wie gestern mal mit der Gilde unterwegs und ein paar Schiffe abschießen. Da ist das nicht schlecht, wenn man ein paar Waffen hat und die Schilde was aushalten, weil hin und wieder steckt man doch mal was ein. Dann möchte man vielleicht ein paar Missionen zum Schmuggeln benutzen oder für Powerplay einige Verträge transportieren. Dann ist Frachtraum nicht schlecht. Also Vielseitigkeit hat Vorteile, ganz klar. Aber sehr schnell reich wird man dadurch nicht. Deshalb, darauf wollte ich hinaus, mein Tipp: Wenn ihr schnell an Geld kommen wollt, sucht euch das aus, was euch am meisten Spaß macht. Und rüstet euer Schiff dementsprechend aus. Bleibt eine Weile dabei. Und wenn ihr damit dann eine Menge Geld verdient habt, dann kauft euch wieder ein kleines Schiff und rüstet das für einen anderen Spielstil aus. Ich denke, so kommt man am schnellsten voran bei der ganzen Geschichte. So, jetzt mal bitte mehr als 200. Das ist ja extrem lästig. Also, als ich gestern hier war, wurde ich verscheucht und habe beinahe mein Schiff verloren, weil ich im Kampf mit zwei föderalen Landungsschiffen war. So, jetzt mal bitte mehr als 200 Credits, ansonsten
trete ich, glaube ich, in Streik. Das kann ja gar nicht sein hier. Dankeschön. Immerhin. Mit der Kobra, mit der Python hat sich das jetzt schon einigermaßen gelohnt. Derzeit sind die Rohstoffabbaugebiete noch ziemlich verbuggt. Die werden nicht richtig mit Schiffen gefüllt, auch nicht mit Schiffen der richtigen Kategorie und so weiter. Da, Systembehörden. Und greifen mich nicht an. Von wegen, ich werde gesucht. Ich suche euch gleich, und zwar heim. So, dich hätte ich ganz gerne. Wenn du beschossen wirst von Systembehörden. Ich geh dich, jetzt habe ich ein Kopfgeld. Das ist nicht gut. Ich habe nicht auf den Scan gewartet. Und jetzt werde ich tatsächlich gesucht. Das heißt, ich sollte mich mal davon machen. Allerdings, lass uns mal ganz kurz gucken, wie läuft das. 10 Minuten. Ich muss 10 Minuten abwarten. Das kann ich euch vielleicht mal kurz demonstrieren. Lasst uns mal kurz hier abhauen. Dazu sollten wir vielleicht ein bisschen was auf Antriebe geben. Die greifen mich jetzt natürlich an, weil ich gesucht bin. Hätte ich eine Sekunde länger gewartet, bis das Zielschiff gescannt wäre, dann wäre klar gewesen, das Ziel wird gesucht und ich hätte kein Kopfgeld erhalten. Was jetzt gerade der Fall ist, das ist ein unrechtmäßiges Kopfgeld. Das Ziel, das ich angegriffen habe, war ein Pirat. Das wurde gesucht. Arg ärgerlich ist im Moment. Ihr seht hier, noch 8 Minuten. Dann läuft dieses Kopfgeld aus, weil es ein unrechtmäßiges Kopfgeld war. Dann muss das allerdings noch zurückgesetzt werden. Und dazu muss ich einen Hyperraumsprung machen. Leider. Da reicht es nicht, hier einfach von einem Ding zum anderen zu hüpfen. Das Problem ist, ich bin gerade im MISA-System und die einzige Station ist Judson Station. Und die ist ungefähr 160.000 Lichtsekunden weg vom Navigationspunkt. Das heißt, wenn ich hier einen Hyperraumsprung mache und dann hierher zurückkommen möchte, dann bin ich eine ganze Weile unterwegs wieder. Deshalb schaue ich, dass ich bei Judson Station landen kann. Werd die 125 Credits bezahlen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, in der Hoffnung, dass ich dann das Ganze sofort zurücksetze. Wobei das mit den Kopfgeldern und dem sofort zurückbezahlen inzwischen auch nicht mehr so funktioniert wie früher. Da hat man jetzt auch eigentlich eine Mindestzeit, bevor man das tun kann, um anderen Kopfgeldjägern einfach die Chance zu geben, Leute zu erwischen. Aber wir können es ja mal probieren. Nachteilig wäre, wenn die Station mich jetzt scannt. Ich bin mir nicht sicher, ob die dann das Feuer öffnen oder nicht. Sollten sie eigentlich nicht tun, aber je nachdem, wie viele Patrouillenschiffe vor der Station rumhüpfen, könnte das zumindest hässlich werden. Bevor ich schon abgeschossen werde, möchte ich doch, wenn es geht, wenigstens das Kopfgeld von der Python abgeben. Das wäre nicht schlecht. Warum ich hier in dem System bin zum Kopfgeldjagen? Ganz einfach, ich habe eine Mission dafür. Hier. Und bei der Mission kriege ich, wie ihr sehen könnt, 252.000 Credits. Dazu muss ich Piraten im MISA-System jagen und die gibt es eigentlich fast nur hier. Allgemein wird es hier langsam richtig voll, wie ihr sehen könnt. Was mit Powerplay zusammenhängt, wir können uns das gleich nochmal zusammen angucken, was da alles drin steht. Aber erstmal möchte ich mich ein bisschen an die Station anschleichen. Oh je, da sind wir schon eigentlich ganz gut auf Position. Jetzt bitte nichts rammen. Serverseitig wurden zwar die Kosten für Reparaturen jetzt behoben, aber es muss ja trotzdem nicht sein. So. Landing gear deployed.
Und dann hätten wir das auch. Vorsichtig aufsetzen jetzt. Stoßstange lädt sich ja gerade erst auf. Okay. Das Landen hat soweit mal geklappt. Ich würde sagen, wir werfen mal ganz kurz einen Blick auf diese Dinge hier. Denn wie ihr seht, die Seite ist voll. Die einfachen Sachen sind hier unten. Ich habe hier Kopfgelder, die ich abgeben kann in Misa. Werde ich auch gleich machen. Und dann war ich mit einem Geschwader unterwegs. Wir haben damals in Mulag einige Powerplay-Artikel abgegeben und nebenbei noch ein bisschen gehandelt. Und da habe ich noch ein kleines bisschen was offen. Dann habe ich ein inaktives Kopfgeld, das in 5,5 Stunden abläuft. Ich habe in Ross 835 irgendwann mal was Blödes gemacht. Aber ich glaube, das ist ewig weit weg, das System. Das war, glaube ich, sogar in einem Let's Play. Egal. Fakt ist, ich bin zwischenzeitlich dann mal gestorben, habe mein Schiff gekauft und dann wird aus einem Kopfgeld ein inaktives Kopfgeld. Das heißt, ich bin erstmal nicht gesucht in dem System, bis mein Schiff gescannt wird. Und wenn ein Spieler oder ein einer von der Sicherheit mein Schiff scannt in Ross, dann stellen die fest, Moment mal, auf dich haben wir doch ein Kopfgeld. Dann bin ich wieder gesucht und aus dem inaktiven Kopfgeld wird ein aktives Kopfgeld. Das Kopfgeld läuft allerdings nach einer gewissen Zeit aus. Wie ihr seht, noch 5,5 Stunden etwa, dann habe ich das. Und Kopfgelder bleiben eine ganze Weile aktiv. Diese beiden kamen von der Gildenaktion gestern, wo wir für Powerplay unterwegs waren und arglose NSC-Händler abgeschossen haben. Jedes Mal, wenn man einen NSC abschießt, bekommt man Kopfgeld. Und immer wenn man den letzten Treffer gelandet hat, sind das 5000. Ich habe eine Menge letzte Treffer gelandet, ne? Wir haben eine ganze Menge Schiffe abgeschossen in beiden Systemen. Glücklicherweise sind Kopfgelder inzwischen lokale Kopfgelder. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, ich kann jetzt in andere imperiale Systeme, weil die beiden hier sind im Imperium. Ich kann in andere imperiale Systeme und denen ist das völlig Wurst. Früher hätte ich dadurch einfach ein Kopfgeld beim Imperium, und egal in welches imperiale System ich reinfliege, ich bin dort feindlich irgendwann. Oder gesucht zumindest. Vorteil an der Sache war, ich habe ein Kopfgeld beim Imperium und das ist sehr übersichtlich. Vorteil hier ist, ich kann die meisten anderen Systeme noch besuchen. Nachteil hier, es müllt einfach eine ganze Menge Zeug zu. Das habe ich gerade eben bekommen. Mission brauche ich eigentlich nichts zu sagen. Das hier möchte ich allerdings, wenn es geht, loswerden. Ohne wieder hier reinfliegen zu müssen, weil das ist ätzend weit. Bedeutet, ich gucke mal in die In die Kommentare gucke ich laufend. Ich gucke in die Kontakte. Da kann ich nur diese hier einlösen. Das mache ich auch gleich. Aber ich habe hier derzeit nichts abzubezahlen. Das ist leicht ätzend. Das bedeutet, ich werde wohl oder übel doch rausspringen müssen. Noch 2 Minuten warten und dann mal gucken, was die von mir wollen. Ich würde sagen, die 2 Minuten warte ich. Das schneide ich jetzt noch kurz raus. Und dann gucken wir uns zusammen an, wie wir dieses unrechtmäßige Kopfgeld wieder loswerden. Das stört mich gerade enorm. Einfach mit ein bisschen mehr Geduld warten, bis das entsprechende Schiff als gesucht markiert ist und nicht sofort losschießen, auch wenn man weiß, dass das Ziel gesucht ist. Naja, bis gleich. So, da sind wir. Ich habe jetzt das kurz abgewartet und ihr seht, das Kopfgeld ist effektiv abgelaufen. Da steht jetzt auf Haarsprung. Was heißt das? Es wird zurückgesetzt, sobald ich einen Hyperraumsprung mache. Ich muss quasi durch den Ladebildschirm und dann wird das Kopfgeld entfernt. Es war ja schließlich unrechtmäßig. Das Ziel, das ich beschossen hatte, wurde gesucht. Der Scanner war nur zu langsam oder ich zu schnell am Abzugfinger. Wie auch immer, ich muss jetzt kurz rausspringen aus dem System hier, wieder reinkommen und dann kann ich hier weitermachen, völlig unbehelligt und als wäre nie was passiert. Bisschen blöd natürlich, wenn ich in der Zeit von Systembehörden abgeschossen werde, dann ist nämlich doch was passiert. Aber irgendwie ist man doch selber schuld. Okay, das heißt, ich beende die heutige Episode ein klein wenig früher als geplant. Aber in der nächsten Episode bin ich dann im Wing unterwegs und wir hüpfen dann mit Begleitung durch dieses System, um ein paar Piraten abzuschießen. Und bis morgen dann. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.